Seid gegrüßt ihr da draußen und willkommen zu diesem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Das Video, was jetzt gleich folgt, ist für mich ein ganz besonderes Video, denn es zeigt für mich erstmalig so richtig die Symbiose zwischen Praktiker, Hersteller und Spieler, so wie ich es einer bin. Praktiker wäre an der Stelle der IMTS und der Hersteller in diesem Beispiel Lasco. Und gemeinsam haben wir ja in der vergangenen Zeit doch recht intensiv zusammengearbeitet. Ich persönlich ein bisschen weniger als der Tino, also der IMTS. Aber nichtsdestotrotz sind wir dabei, glaube ich, was richtig Cooles auf die Beine zu stellen. Und genau darüber geht es im nächsten Video oder jetzt in den folgenden Szenen. Es wird die Heutrocknung von Lasco vorgestellt, die erstmalig im Spiel zu sehen ist. Wo man auch mal im Detail sieht, wie das Ganze funktionieren kann. Und vielleicht aktuell funktioniert oder funktionieren wird. Das wird dann jetzt in den folgenden Szenen geklärt. Ich wünsche viel Spaß beim Zuschauen. Bleibt gesund und munter bis die Tage. Macht's gut. Guten Abend erstmal. Wir starten dann schon ein bisschen verfrüht mit dem Special. Wie gesagt, heute Lasco Heutrocknung. Mit zu Gast ist der Florian Gollop von Lasco. Florian, guten Abend. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Grüß dich. Danke, dass du da bist. Servus, Felix. Ja, sehr schön. Sehr, sehr nett. Grüß euch. Florian, vielleicht erzählst du kurz, was deine Aufgabe bei Lasco ist, wieso du hier heute da bist. Wie ist das so? Mein Name ist eben Florian Gollop. Ich mache die Marketingleitung bei Lasco. Wir haben uns vor ungefähr einem Jahr an Tino kennengelernt. Ich kann mich nur erinnern, das war auf der Agritechnica und wir haben über die Möglichkeiten gesprochen, unseren Heukran, also wir sind sehr stark in der Heutechnik, Trocknungstechnik tätig und wir haben da Tino getroffen und Tino hat dann eben gesagt, hey, es wäre eigentlich ganz cool, wenn uns das gelingen würde, den Heukran in den Landwirtschaftssimulator zu bekommen und daraus ist dann einfach immer mehr geworden. Es ist dann nicht nur der Heukran geworden, sondern wirklich eine Trocknungshalle, wo wir heute in der Lage sind, dass man im Landwirtschaftssimulator Heu trocknen kann, mit dem Heukran befüllen kann und auch wieder entnehmen kann. Ich glaube, dass das eine ganz tolle Geschichte ist und man mit diesem Landwirtschaftssimulator jetzt einfach mehr Gefühl bekommt, was wir da einfach machen. Ja, vielleicht zu Firma Lasco nur ganz kurz ein paar Sätze. Lasco und unser Unternehmen gibt es seit 30 Jahren. Wir sitzen in der Nähe von Salzburg in Österreich. Wir haben vier Bereiche. Wir machen die Trocknungstechnik, die Heutechnik. Dann haben wir in der Forsttechnik einige Produkte wie Holzzangen, verschiedene Greifer und da kommt es immer gerade durch die Kegelspalter. Und ein ganz wichtiges, aber innovatives Segment ist die Heiztechnik, wo wir Biomasse, Warmluftheizungen entwickelt haben und eben bauen. Da wird einfach warme Luft mit Hackgut praktisch produziert und die wird ja für Trocknungen eingesetzt, also Maistrocknungen, Heutrocknungen, alles was landwirtschaftlich irgendwie getrocknet werden muss, dafür sind diese Geräte gebaut. Ja, so ein kurzer Überblick. Genau. Sehr schön. Danke dir für den Ausflug. Tino, ich bin bei dir am Hof. Genau. Vielleicht übernimmst du an der Stelle. Ich halte einfach nur mit der Kamera drauf. Ja, dann schauen wir uns am besten auch gleich die große Heuhalle an. Ich denke mal, ich hatte es schon mal in einem ein oder anderen YouTube-Video gezeigt. Und ich habe es auch mal ein bisschen jetzt vorbereitet. Wie gesagt, wir wollen ja eben richtig nicht nur zeigen, dass es eine Heuhalle gibt und das mit den üblichen Mechaniken machen, sondern schön wäre es natürlich, wenn es richtig funktioniert. So wie ich das jetzt mal im ersten Zug schon mal zeigen kann. Ja, es ist ja technisch jetzt kein Problem, einen Kran zu bewegen im Spiel. Das schafft es ja wunderbar, die Simulation. Und man kann natürlich... Das, was ich jetzt mache, geht eigentlich schon nicht mehr im Originalspiel. Da geht jetzt mal ein ganz großes Dankeschön an die Strohbergung raus. Ja, genau. An die Jungs, denn nur mit ihrer Krantechnik sozusagen, die man von der Pelletierung her kennt, ist das jetzt machbar. Ja, das heißt also, die Krantechnik ist aus dem Strohbergungs-Add-on. Genau.
wir haben ja eine spezielle Strohbergen sogar laufen, weil ich ja nicht so der Könner bin, was Skripte sind und das da mal rausgekriegt habe. Daran bin ich schon gescheitert. Aber ich habe eben geschafft, die Kräne in die Strohbergung einzubauen. Ja, ja, ja. Und der ursprüngliche Plan war, das ja hier als eine Art Messeversion zu bauen. Genau. Ja, so ist das ja eigentlich zustande gekommen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel wir heute an der Stelle ja, darüber ein Wort verlieren, denn mit dem Florian sind wir auch nicht erst seit heute am Reden. Beispielsweise. Aber gut, machen wir erstmal hier noch ein Stückchen weiter. Ja, das, ich weiß nicht, ob Florian dazu was sagen kann zu diesen Messeversionen oder Händler, ja, klar. Tauche, die sie machen ja. wollten. Ja. Wollen, das kommt ja auch sicherlich. Mhm. Ganz genau, nein, das ist sicher ein gutes Stichwort. Also das war ja der Ursprungsplan, dass man sagt, und das wird ja jetzt auch so fertiggestellt. Die ursprüngliche Idee war tatsächlich in einer Holzkrankabine einfach eine Kransimulation zu integrieren. Ja? Wo im Endeffekt dann auf einer Messe oder auch bei Landwirtschaftsschulen, bei Themenschwerpunkten, kann ich diese Kabine, diese Holzkrankabine einfach hintransportieren. Und ich kann dann dort eben diesen Heukran herzeigen und die Heutrocknung herzeigen. Und das ist natürlich ein ganz ein cooles Feature. Und das ist natürlich auf der einen Seite ein Magnet, auf der anderen Seite kann ich sehr, sehr einfach erklären, wie Heutrocknung funktioniert, wie Heuwirtschaft funktioniert und was der Heukran einfach macht. Also das war der Gedanke dahinter. Mhm. Ich möchte an dieser Stelle möchte ja ganz gern den Jens Pohl da möchte ich mich recht herzlich bedanken. Der hat nämlich die Original Lasco Heukran Joysticks per USB mit dem PC verbunden und damit ist es wirklich möglich, mit den Original Lasco Heukran Joysticks den Heukran in der Simulation zu bewegen. Genau. Ziemlich realistisch. Dazu noch ganz kurz Jens Pohl, das wird fast niemandem was sagen, allerdings den guten Chef, der bei Kettle & Cropstick drin ist, den werden einige von euch kennen und das ist der gute Mann, der eben die Joysticks gebaut hat. Dafür hat er auch dazu hat er auch ein Video bei sich auf dem Kanal, wir werden Chefs Kanal dann nochmal mit verlinken. So war das ursprünglich gedacht, dass man dann auf der Messe das halt auch richtig schön damit steuern kann. Nun, leider Gottes ist uns halt dann natürlich Corona ein bisschen dazwischen gekommen. Genau. Leider. So, aber wie gesagt, das funktioniert schon mal ganz gut hier. Zumindest, was wir jetzt so sehen, das mal so zu machen. Spielmechanisch ist das dann nochmal eine ganz andere Sache. Mhm. Und wir wollen natürlich ja nicht nur zeigen, dass man den Kran fahren kann. Die Idee war eben auch zu zeigen, wie funktioniert jetzt das ganze Gebäude. Und dafür habe ich jetzt hier nochmal das ein oder andere kleine Feature eingebaut, dass man jetzt hier einfach mal die Wände runterlässt. Mhm. Und ich denke mal, ich werde mal wieder einsteigen. Ja. Und jetzt auf das Schema umschalten. Ja. Und es einschalten. Genau. Und da kann dann vielleicht auch der gute Florian wieder was dazu sagen. Ja, bei mir funktioniert aktuell die. Ach, siehst du, ein Stream nicht. Leider nicht. Mhm. Aber ich arbeite gerade an der Behebung. So, Felix, ich bin ja. Du könntest mal übers Dach gehen. Da fangen wir am besten an, überm Dach. Überm Dach, ja. Überm Dach, du bist jetzt. Ja, grad... ja. Von außen jetzt meinst du, ja? Von außen, überm Dach, genau. Ja, überm Dach. Wir fangen überm Dach an. Okay, wir sind überm Dach. Jetzt sieht man nämlich, wir sind im Moment nämlich direkt in dem Trocknungsmodus, wo man eben von außen die Luft durch das Dach ansaugt, in diesen Zentralschacht. Ist der Spezialbegriff, wie ist der jetzt für diese Dachabsaugung, ja? Dachabsaugung heißt es, genau. Mhm. Denn dann gab es hier noch diesen Kasten an der Seite, ne, wo man es einfach... Du meinst so den Sammelkanal wahrscheinlich, oder? Den haben wir ja hier auch, aber ich hätte es in der kleineren Anlage, die wir haben, da haben wir nur an der Seite einen so einen Einzug sozusagen. Genau. Mehr also war da genau, also nur mal, ich sehe jetzt gerade die Bildübertragung nicht, aber ich glaube, das Besondere an der Trocknungshalle ist eben die Kombinationen, die man da einfach sichtbar machen kann. Wir haben bei schönem Wetter haben wir die Möglichkeit, die warme Luft, die sich unter dem Dach sammelt, eben abzusaugen. Deshalb nennt sich das Ganze ja auch Dachabsaugung. Da saugen wir die warme Luft ab und bringen
dann diese warme Luft ja, praktisch über den Ventilator zum Heu und trocknen dann praktisch mit zum Download kommen wir noch, Freunde. Sehr, sehr günstig, die das Heu trocken. Jetzt schauen wir uns erstmal an, wie das funktioniert wenn hier. Wenn das Wetter umschlägt oder es ist oder in der Nacht, dann gehen ja alle, dann wird das Gebäude geschlossen, die Dachabsaugung schließt und dann arbeitet man im Umluftmodus mit dem Entfeuchter, mit dem Trocknungsgerät, mit dem Luftentfeuchter. Jetzt können wir vielleicht drinnen noch gucken, wie jetzt der Luftstrom dann eben so ist. Wir haben ja da dann auch noch. Felix kommt wieder rein, ne? Ja. So. Man sieht eben jetzt, wie das durch den Kasten da am Dach einströmt und dann, wenn man jetzt, kannst du nochmal hier hinten rumgucken, wo eben dieser, die Bypass-Klappe ist. Ja, das strömt eben direkt da durch und durch hier die Gitarrhaust unten bis in den Lüfter rein. Das ist eben freier Durchgang ohne möglichst große Behinderung. Und wird dann eben von unten durch den Lüfter in die einzelnen Kammern verteilt. Und das ist dann sicher auch wählbar, welche Kammer wie viel kriegt und ob man da nur eine bearbeitet, ne? Da gibt es dann sicher nochmal Klappen dafür. Genau. Mhm. Genau, also zumeist ist es einfach so, man trocknet eine Heubox, man füllt da 3-4 Meter rein und beginnt dann mit dem Trocknungsprozess. Und da ist diese Box einfach voll oder ist diese Box fertig getrocknet, kann man eine zweite befüllen. Und das wird über Klappen umgeschaltet, beziehungsweise auch über ein Jalousiesystem. Mhm. Gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten. Das muss man sich dann einfach, wenn man jetzt heute vorhat, man baut sowas, man plant sowas, dann muss man das natürlich besprechen und projektieren. Gibt da viele Möglichkeiten, schlussendlich. Ja, jetzt genau. Habe ich ein Bild, jetzt bin ich dabei. Ja. Felix, jetzt könntest du vielleicht mal in die Klappe gucken, die ich jetzt langsam öffne. Moment. So, die Klappe, die jetzt hier oben ist, sozusagen. Ja. Ne? Die wird jetzt hier geöffnet und die Bypass-Jalousie geht zu. Und die Luft strömt dann oder prallt davon ab, quasi. Genau, jetzt muss sie durch die Entfeuchter durch. Ja, hier haben wir die Entfeuchter. Genau, und der Luftentfeuchter. Und in diesem Moment werden auch die Fenster geschlossen. Ne? Bis jetzt waren die Fenster offen, weil wenn man Luft rein macht ins Gebäude, muss ich auch irgendwo wieder raus. Genau. Und jetzt gehen die Fenster zu. Ich muss mal, ich habe Lohnerstatus, deshalb steige ich immer wieder. So, okay, hier sind die Entfeuchter. Genau, man sieht, das ist jetzt eben die feuchte Luft, die ist blau gekennzeichnet. Ja. Und die strömt dann hinten bei den Entfeuchtern dann in Rot wieder heraus. Genau, und diese Luftentfeuchter, das ist, wenn ich das vielleicht das Prinzip kurz erklären kann. Bitte. Für die diese Maschine nicht kennen, das ist eine Art Wärmepumpe. Vom Prinzip her ist es so, dass da drinnen zwei Wärmetauscher sind. Der eine Wärmetauscher ist eben kalt, ja. Und diese kalte Oberfläche trifft praktisch auf diese feuchte Luft. Und die Luft trennt sich dann vom Wasser. Und am zweiten Register wird bei diesem physikalischen Prozess, der da stattfindet, wird dann die Wärme, die da entsteht, wieder auf diese Luft, die jetzt praktisch nahezu ohne Wasser ist, wieder angewärmt. Und es läuft einfach im Kreislauf und wiederholt sich. Und so wird einfach die Halle relativ schnell warm. Und so kann das Heu einfach sehr, sehr gut getrocknet werden, auch wenn jetzt draußen Regenwetter ist oder auch wenn wir jetzt die Dachabsaugung nicht nutzen können, weil es Nacht ist. Ja. Stark. Tino, möchtest du hinten vielleicht nochmal die Klappe öffnen? Ich hatte so ein paar Probleme. Ihr habt ja gerade gesehen, wie das abgestrahlt ist. Na, jetzt wird es geöffnet und jetzt zieht das direkt von der Dachabsaugung hier durch. Und ich bin der Uwe, bin auch dabei. Tim Crazy, Dankeschön für dein Prime. Hallo, Herr Berg. Kann ich fix joinen oder stört das? Nö, das warten wir ab, das bisschen. Das kriegen wir schon hin. Join, alles gut. Jo, geht los. Ich wollte nur nicht so unangekündigt reinplatzen. Um Gottes Willen. Servus. Moin. Ja, und dann, ja, es gibt ja auch unten verschiedene Rostsysteme, ne? Wir haben jetzt hier Leitung eingebaut, genau. In dieser Hölle, aber da gab es ja auch noch andere Möglichkeiten, ne?
dass man auch nicht diese Einblausschächte so sieht, dass das dann glatt unten ist. Absolut, ja. Also so wie dieses System jetzt so realisiert wird, also wie du sagst, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Eine der üblichsten ist einfach diese Holzlattung eben im oberen Bereich durch ein Baustellgitter zu ersetzen. Akku 82 ist so das gängigste Gitter, so nennt sich das in der technischen Bezeichnung. Und der Vorteil ist, dass wenn ich jetzt mit dem Heukran, wenn ich da einfädle in dem Akku 82, dann spüre ich das sofort, das wird ja schwimmend verlegt. Und wenn ich dann anhebe mit dem Heukran, geht nichts kaputt. Und bei einer Holzleitung würde einfach was kaputt gehen. Gut, kriegt man auch ein bisschen ins Gefühl, passiert dann auch nicht wirklich oft. Aber Akku 82 ist halt einfach viel, viel, viel stabiler. Genau. Mhm. Dann haben wir eben diese Einblaskanäle, die was man jetzt unten gerade sieht, also diesen langen Einblaskanal. Ja. Häufig wird das heute eben zum Beispiel mit eben Einblasjalousien gemacht. Da haben wir sogar auf der LASCO.at, auf der Webseite, haben wir da ein gutes Beispiel. Genau. Bei Heutrocknung in der Box, wo man solche Einblaskanäle, diese verschiedenen Varianten einfach ganz gut anschauen kann. Sehr schön. Die Seite wird hier immer mal wieder verlinkt. Da guckt ruhig mal parallel mit vorbei, dann könnt ihr euch das auch nochmal angucken. Das ist auch alles schön erklärt. Ja, ich denke mal, da haben wir erstmal das Gröbste hier jetzt von den normalen, jetzt direkt von der Heutrocknung gezeigt. Aber man kann ja mit dem Kran noch andere Sachen machen. Mhm. Also diese Luftvisualisierung, die ist da wirklich gelungen, Tino. Also Wahnsinn, großartig. Ja. Es ist wirklich großartig. Also es ist perfekt. Also wie diese Räume hochfahren, runterfahren, das hast du toll gemacht. Also zieh mal einen Hut. Definitiv. Genial. So kennen wir ihn. Ja, auch ja. Lange. Wie gesagt, ihr kennt ja noch die ersten Versionen, da sah es ein bisschen seltsam aus. Es ist ja mal schwierig zu gucken, was für Effekte lässt da LS zu. Aber ich denke mal, so passt es am besten. Ganz kurze Zwischenfrage nach den Pfeilen. Die Pfeile resultieren daraus, dass das Ganze hier in der Messeversion im Prinzip ist. Ja, ob die Pfeile das Schema dann auch später so kommt oder nicht. Ja, ich denke mal, das muss dann sicher nicht sein. Ja. Oder dass man es eben als extra Gebäude einfach mal, wen es interessiert, wer sich es angucken möchte, dass man es für null platzieren kann, ohne Funktion, aber dass man eben sich das dann schematisch angucken kann, wer Interesse hat. Das kann man sicher machen, aber ich würde es jetzt nicht in die normalen Gebäude dann, die man eben so baut und genau. Damit arbeiten möchte, virtuell würde ich es nicht mit einbauen. Okay. Genau, ja. Also das ist tatsächlich einfach gedacht, dass man einfach einfach an Interessenten oder einer interessierten Person einfach diese verschiedenen Luftwege einfach erklären kann. Ja. Ja. Genau. Okay. Und man kann es sich aus jeder Ecke mal angucken. Also ich habe ja mir auch schon Bilder angeguckt, ich habe auch Videos gesehen, ich habe ja auch schon Videomaterial und das kommt dann schon wirklich echt gut ran, so gut wie man es hier halt natürlich umsetzen kann, ne? So, dann können wir uns mal noch angucken, was der Kran sonst noch so kann. Ich habe mir jetzt einfach mal frei hier in die bekannte Ballentrocknung eingesetzt. Ich weiß gar nicht, die gibt es ja im Modhub. Ist basiert auf Global Company. Ach so. Und, ja, das ist die Global Company Ballentrocknung jetzt für Aquana-Ballen. Ja. Na, man kann auch die für Rundballen nehmen, wäre jetzt kein Problem. Dann steige ich jetzt mal hier in den Kran ein. Da muss ich dahinter gehen, ist leider der Einstiegspunkt. Ja, kein Ding. Hier haben wir dann also quasi die kleine Hallentechnik. Genau. Aber das ist eben jetzt hier bei dieser Ballentrocknung so, man tut es einmal hier drauf, dann verschwindet es. Mhm. Dann müssen die Komponenten eingefüllt werden. Wir haben ja hier auch eine Hackschnitzeltrocknung dran. Naja. Na, draußen am Haus wird sie auch eingefüllt. Das passt ja alles ganz prima. Und Und die erscheinen dann einfach je nachdem, wenn ich sie haben will, hier wieder auf dem anderen. Also es ist eben nicht so, dass ich sie jetzt abnehme und mir herstapeln kann, wie man es ja mit einem Kran so machen würde, wie ich es jetzt hier gemacht habe. Ja. Das sind die fertigen schon, die habe ich mir jetzt einfach von der Fläche runtergenommen und... Ja. Und die Mechanik ist jetzt eben genau die gleiche, wie man es von der Strohbergung kennt. Ne? Man nimmt die Ballen auf und kann sie jetzt eben bewegen.
Das funktioniert besser als mit jedem anderen Greifer auch. Man macht kurz lose, sie fällt raus. Ja. Und wenn ich jetzt wieder dran mache, ist er auch wieder schön dran. Und ja. Im Gegensatz zum Strohbergungskran kann ich natürlich jetzt mit der Zusatzmechanik des Lasco-Krans die Bünde auch neu positionieren, wenn sie mal nicht so liegen, wie man sich's vorstellt. Das ist schon und ich bin crazy, auch ja. Dabei. DDR-Bauer, dankeschön für deinen Sub. Willkommen. Also das funktioniert auch. Hier kommt noch die Frage, ob man die Zangengröße ändern kann und so weiter und so fort. Ganz kurz noch, und die zweite Frage ist gerade, dass wir hier Global Company Trocknung haben. Das ist noch ein Thema für sich, was wir glaube ich auch nochmal mit dranhängen. Wieso, weshalb, warum dieses Setup gerade? Genau. Ja, jetzt, das ist auch ein Problem. Was heißt Problem? Ich kann jetzt hier einfach mal durch die Kollision durchgehen. Das interessiert ja den Kran jetzt nicht. So, mal gucken. Zum Greifer beim Heukran, ja. Es gibt da verschiedene Größen. Standardmäßig liefern wir da mit einem Meter aus und dann haben wir entweder verschiedene Einsteckteile, mit denen man die Kranzange dann vergrößern kann. Das ist dann eben, wenn man die Heuarbeit macht, also die Heutrocknung befüllt, nimmt man die große Zange her und dann beim Tierefüttern werden meistens die Einsteckteile runtergenommen und dann füttert man mit der 1 Meter Zange. Hm. Andere Anbaugeräte für den Heukran. Genau, können wir zeigen. Wir sind ja alle her. Da. Ne? Deswegen drüben hat man ja eben auch die große, hier haben wir jetzt die kleine. Mhm. Und die schaltet man jetzt hier in der Simulation im Moment einfach um. Und ich könnte jetzt auch Rundbein greifen. Also das ist auch bereits hier vorhanden. Und die funktioniert noch nicht. Wäre jetzt aber eben die Baggerschafe dazu. Mhm. Ja, wurde gerade geschrieben, dass am Kran die Führung fehlt. Die Führung? Ja, oben wahrscheinlich. Ja. Genau, der ist ja einfach reinplatziert. Genau. Die Schiene ist in den Gebäuden normalerweise verbaut, jetzt hier in der Simulation, während der Kran ohne Schienen platziert wird. Und dadurch kann ich ihn zwar überall platzieren, aber er fährt halt ohne Schiene. Genau, das ist vielleicht nochmal zur Erklärung. Das ist getrennt voneinander, faktisch, ja? Gebäude, Kran, theoretisch? Genau. Ja. Deshalb ist das hier ein Gebäude, wo der Kran zusätzlich reinplatziert wurde. Natürlich gibt es dann entsprechend auch Gebäude. Zu den ganzen Download-Geschichten kommen wir noch. Keine Sorge, Freunde. Und jetzt sieht man es auch, jetzt greift die Zange nämlich nicht, weil ich sie jetzt im Heu-Modus, im Schüttgut-Modus habe. Na, da habe ich nur die Kollision und dann ist etwas rumzueiern und das geht selten gut. Ja. Wenn ich jetzt eben wieder umschalte, dann habe ich wieder die Ballen-Version. Ja, okay, man sieht es. Dann funktioniert das wieder mit den Ballen sehr schön. Steuerung ist definitiv Standard über Maus. Das Licht am Kran geht auch, ja. Ja, machen wir mal an hier. Und wir haben nicht nur Licht am Kran, wir haben sogar noch... Mal gucken, geht ist das hier? Ja, man sieht es jetzt am Boden, diesen leichten grünen Punkt. Ja. Oder wenn ich noch weiter, sieht man es jetzt an der Wand, roten Laser. Ja. Genau. Das ist, wenn wir jetzt, da wir ja hier im Spiel nichts 3D erkennen können, ist das eben jetzt in der Hallenmanövrierung deine Hilfe, wenn ich jetzt nochmal das Licht ausmache, dann habe ich halt hier eine gute Orientierung, wann kommt die Wand und bin ich mittig über meinem Bündel drüber. Ja. Das super ist vor allem, wenn man anfängt, sehr hilfreich. Definitiv. Ja gut, irgendwann ist das Gefühl drin, aber am Anfang definitiv noch nicht. Ansonsten mit Maus ist es wirklich sehr schwierig. Also ich bin froh, dass ich hier wirklich den Joystick habe und dann nutze ich noch die Fußpedalen mit, dass ich nicht noch irgendwo einen zweiten Steuermodus brauche, denn da sind so viele Achsen hier teilweise dran. Da müsste man dann noch den Joystick noch auf 2 Belegungen haben. Genau, die Fragen, ob das normale Maussteuerung ist, ist ja quasi wie aus der Strohbergung auch. Genau. Die Steuerung. Und hier könnt ihr natürlich auch ganz normal umbelegen, natürlich. Wenn ich jetzt hier Maus nehme, die ist dann teilweise auch, die Maus geht ja oft schneller als die normale Hydraulik. Naja. Ja, damit verliert man dann auch das Gefühl für die Arbeitsgeschwindigkeiten und was wie der Kran so arbeitet. Das geht eben wirklich nur mit dem Joystick, aber natürlich kann man mit der Maus steuern. Oder auch mit Tastatur. Ja. Auch eine Frage war, ob die Modelle im Maya erstellt wurden. Naja, Maya braucht man jetzt für den Export.
Aber ja, ich arbeite mit Max. Also dort sind natürlich basierend auf den Konstruktionsmodellen, die mir da Lasko zur Verfügung gestellt hat. Das wollte ich gerade sagen. Also Lasko hat die Modelle zur Verfügung gestellt, also die Konstruktionsmodelle und Tino hat es entsprechend gebaut. Und die werden, aber das muss man immer wieder sagen, komplett neu gebaut. Ne? Das Konstruktionsmodell ist eben die Vorlage, aber das besteht aus Millionen von Polygonen, hat ja auch keine richtigen Texturen, da gibt es auch keine Schweißnähte dran oder solche Details. Und das ist eben dann auf Basis von Fotos und Konstruktionsmodell wird dann komplett ein neues Spielmodell ausgearbeitet. Wie man es halt von Tino kennt, ne? Wenn dann baut er richtig. Richtig, genau. Auch nochmal eine Frage, kommen Tiefensilos oder Tiefsilos? Das ist vom Simulator her schon gar nicht möglich. Wir können Hafen nur bis zu 4 Meter Höhe aufschütten. Und als Füllung, wie man es jetzt auf dem Hänger kennt, kann der Kran und auch keine Ladeschaufel entnehmen. Also fällt das jetzt erstmal so in der Form flach. Mhm. Und man müsste natürlich wieder die ganze Topografie ändern und hoffen, dass er dann beim Bau nicht wieder umgestaltet wird. Also ist sehr hakelig. Wenn man es als Mapper fertig einbaut, ging es, wie gesagt, aber nur mit 4 Meter Hafenhöhe, genau. Also das heißt, hier wird einfach die Spielmechanik ist hier der begrenzende Faktor. Genau. Ja. Haben wir zur technischen Seite hier noch was? Na, wie viel PS hat er denn, Florian? ja, wir haben verschiedene Motorenauslegungen. Die generell haben wir ja verschiedene, also unsere Kolkräne geben wir in Metertonnen an, beginnen tut das Ganze beim M30, also der hebt bei 3 Metern Auslegerreichweite hebt er eine Tonne und es geht dann bis zum M90, also bei 9 Metern hebt das Gerät dann noch eine Tonne und je größer dann die Geräte werden, desto stärker kann man die auch motorisieren, also das ist ungefähr so eine Faustregel. Ja, beginnen tut das Ganze bei 5,5 kW und die Endausbaustufe ist aktuell eben 18,5 kW mit dieser Doppelpumpe, 2x9,2 kW, also die schiebt schon richtig an. Da bewegt sich dann natürlich schon gewaltig etwas. Was vielleicht auch noch interessant ist, also wir haben ja nicht nur dieses Doppelpumpensystem, sondern wir können ja auch Querfahrten realisieren, die dann zum Beispiel auch elektrisch angesteuert werden. Also von den Motorisierungen haben wir sehr viele Möglichkeiten und können den Heugraben dann im Endeffekt einfach sehr, sehr gut auslegen, dass was der leisten muss, dann auch bringt. Ja. Genau, das ist vielleicht noch auch simulatortechnisch interessant. Querfahrten wären jetzt auch kein Thema in größeren Hallen, könnte man auch machen. Und ich denke, dass sogar Kurvenfahrten möglich wären, auch im Simulator. Na, praktisch geht's und ich denke mal, es wäre auch im Simulator machbar. Genau. Schwieriger wären dann diese Weichensysteme, die ich gesehen habe, dass man erst Querfahrt hat und dann von der Querfahrt plötzlich dann weiterfährt auf eine längere Strecke. Da denke ich mal, wird es schwierig. Stichbahn, genau. Das ist dann sicher schwieriger zu simulieren, aber. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Genau. Das sieht schon mal gut aus. Es kam mir noch eine Frage, die glaube ich ja auch relativ elementar ist. Wie funktioniert das gerade auch beim Schüttgut oder mit den Ballen mal abzüglich jetzt von Global Company mit der Trocknung? A, funktioniert es überhaupt? Oder was sind die Probleme dabei, ja, die wir definitiv haben? Also ich habe eine Notlösung gefunden, die so lange funktioniert, wie man kein Mais Plus installiert. Dann ist es nämlich drüben in der Heuhalle, die wir gesehen haben, sind Silos drin. Und die Silos sind so konfiguriert, dass sie statt Häckselgut Heu generieren. Das heißt, ich schmeiße da alles rein, was grün geschnitten ist, und es wird sofort Heu. Das ist jetzt die Notlösung. Wie gesagt, das ohne Trocken, ohne alles, man schmeißt rein und es ist Heu. Man verdichtet ja auch nicht, man deckt da nicht ab, ist klar. Und so, aber durch Mais Plus wird ja die Silomechanik überarbeitet und in dem Fall funktioniert das dann auch nicht mehr. Ja, also grob, es geht nicht mit Mais Plus. Genau. Ja, also wir können ja die normalen, wir haben ja hier Mais Plus aktiv. Ja, also normal Heutrocknung geht natürlich, aber was Klee, Luzerne und so weiter und so fort ist, das funktioniert nicht. Nee, alles geht nicht. Die Silo-Mechanik lässt nicht mehr zu, dass ich sage, es wird Heu draus. Das ist halt so. Aber ja, ich denke mir, das ist jetzt auch nicht so der Punkt. Man könnte jetzt eben immer noch Hallen machen, wo man das Heu lose einlagert, das wäre möglich.
Dann kommt eben die Wandphysik dazu, dass es dann eben mal nach außen durchglitscht, dass man am besten 2 Meter Wände bauen muss, damit das wirklich gut drinnen bleibt. Mhm. Auch zwischen verschiedenen Boxen. Okay. Das sind so einfach die technischen Probleme, die dann auftreten hier in der Simulation. Heu reinhauen, ja, das natürlich, das funktioniert. Ballen stapeln, Heu reinmachen, auch zum Lagern, das geht. Hier kam noch eben eine Frage, die vielleicht auch an Florian ganz interessant ist. Woher bezieht der Wärmetauscher seine Energie und muss ich die nachfüllen, in Klammern Diesel nachfüllen, Fragezeichen? Welche Wärmetauscher? Das ist jetzt beim Feuchter. Beim Luftentfeuchter. Ja, der Luftentfeuchter läuft mit Strom. Und da ist im Endeffekt ist das eine Wärmepumpe, umgedrehtes Prinzip. Und da wird Kältemittel verdichtet, entsteht ein Gas und da wird im Endeffekt dann die Energie produziert. Ansonsten, also das ist ungefähr so ein bisschen dieses Prinzip und mit diesen 2 Wärmetauscher, also der eine ist kalt und der andere ist warm, da trennen sie die Luft vom Wasser. Beim ersten Register, wo die Luft auftritt, und beim zweiten wird diese Energie, die was vorher praktisch entzogen wird, wieder draufgegeben, also die Wärme. Wichtig ist bei den Luftentfeuchtern einfach, dass man die Register sauber hält, dass die gereinigt sind, damit einfach der Wärmetauscher gut funktioniert, dass die Luft da wirklich auf eine Fläche trifft, die kalt bzw. warm ist. Das ist einfach die Voraussetzung, dass das gut funktioniert. Meistens wir empfehlen, dass man es einfach absaugt. Vielen Technikräumen steht dann einfach der Kercher, Staubsauger. Und dann wird das abgesaugt. Kompressor, ne? Gut. Ja, mit dem Kompressor muss man vorsichtig sein. Kann man nämlich diese feinen Lamellen gleich mal verbiegen. Muss man aufpassen. Aber mit einem Sauger, mit dem funktioniert das eigentlich recht gut. Okay. Genau. Felix, du könntest auch nochmal hier runterkommen. Wir haben ja nicht nur den Entfeuchter hier. Wir haben ja hier auch nochmal die Heizung eingebaut. Als weitere Option. Wo muss ich hin? Wo ich bin jetzt? Ja genau, du bist in der richtigen Etage. Hier wäre jetzt auch noch mein Heizregister drin. Was ich jetzt Florian auch noch fragen wollte, für diese ganzen Anlagen, gibt es bestimmt auch verschiedene Anlagen mit verschiedenen Kilowatts, oder ist das immer, wird es immer individuell? Die Joysticks wurden nur für die Messe gerechnet. Absolut, genau. Also diese, da gibt es keine Heutrocknung, wir verkaufen dann natürlich nicht eine Heutrocknung und so groß ist die. Sondern wir passen einfach jede Heutrocknung an den Kunden an. Also der eine hat halt, weiß ich nicht, 30 Hektar, ein anderer Kunde hat 50 Hektar. Die sollen getrocknet werden. Und da gibt's natürlich dann eine Besprechung, eine Projektbesprechung. Man findet dann einfach mit dem Kunden gemeinsam eine gute Lösung. Und ich habe das vorher jetzt schon kurz mitgekriegt. Also es muss jetzt nicht auch nur der Luftentfeuchter sein. Es gibt die Möglichkeit eben, zum Beispiel beim Biomasse-Warmluftofen, wie wir es anbieten, diese Wärme zu produzieren, damit man gut Heu trocknen kann. Es gibt auch Kunden, die sagen, hey, ich beginne jetzt einmal mit einer Dachabsaugungslösung und möchte mir heute die Option offen lassen, dass ich zum späteren Zeitpunkt dann in einen Warmluftofen investiere oder in einen Luftentfeuchter. Diese Lösungen gibt es auch. Da ist eigentlich einfach wirklich alles möglich oder vieles möglich. Ganz klar mit einem Trocknungsgerät, also es geht ganz klar in Richtung Heutrocknung, also nicht Heubelüftung, Heutrocknung, also man hat eigentlich zu 99% haben wir eigentlich heute, oder sagen wir zu 90% haben wir heute ein Trocknungsgerät dabei, also entweder ein Luftentfeuchter oder ein Warmluftgerät, weil ja die Sonnentage, Sonnenfenster, die wir haben, die werden kürzer, oder was auch heute in den vergangenen Jahren, ich glaube, dass sich das jetzt in den nächsten nicht groß ändern wird. Und speziell beim ersten Schnitt weiß man es, da hat man es heute gerade heimgefahren und dann fängt es meistens zum Regnen und dann habe ich 3 Tage schieres Wetter und kann auf die Dachabsaugung vielleicht nicht zurückgreifen. Also es geht da ganz klar in Richtung Trocknungsgeräte. Da haben wir eine große Range an Maschinen. Kann man sich natürlich alles anschauen in unseren Prospekten, in unseren Katalogen, um mal eine Idee zu bekommen. Und sollte man wirklich ernsthaft da in die Richtung gehen und da ein Projekt planen, also sind wir echt gern behilflich, ganz klar. Also das ist unser täglich Brot.
Genau, an der Stelle auch gerne nochmal der Link zur Webseite. Der Silvio schrieb gerade, jetzt verstehe ich, es funktioniert wie ein Wäschetrockner mit Wärmepumpe. Es kommt nicht auf die Temperatur der Trocknung an, sondern nur auf den Temperaturunterschied, damit die Feuchtigkeit in Wärmetauscher kondensiert. Genau. Ja. Erst die Kühlung und dann die, da das Gerät durch die Kühlung ja Wärme erzeugt, hat man auf der anderen Seite auch gleich wieder die Wärme, um die Luft aufzuwärmen. Top. Es kommen jetzt natürlich sehr viele Fragen bezüglich Download. Gibt es das für Konsole? Wann kommt das? Es sind die Fragen, wir wissen, dass sie kommen, wir lesen sie auch alle, wir verstehen es auch. Kann man das jetzt eigentlich an der Stelle, wo wir jetzt stehen, ja, einfach so grob beantworten? Leider nicht. Also. Ja. Soll ich was dazu sagen? Bitte, ja, bitte gern beide, bitte gern beide. Ja, natürlich ist das Ziel, dass das für alle spielbar ist. Und so wie ich es jetzt hier habe, die Strohbergung gibt es auch für die Konsolen. Von daher ist jetzt nichts verbaut, was dem jetzt entgegenspricht. Das Problem ist eben nur, dass wir es nicht so richtig sinnvoll reinkriegen. Man hat jetzt gesehen, wenn ich es im Gebäude platziere, das geht zum Beispiel nur mit Global Company, wenn ich das überall platzieren aktiviere. Das ist. Und wenn ich eben nur Gebäude platziere, dann kann ich da drinnen eben Heuhaufen hin und her packen oder Bünde hin und her packen. Na, mehr können wir jetzt nicht machen. Das ist aber immerhin schon mal was. Ich weiß, das ist eigentlich schon mal eine Möglichkeit zu sagen, das wäre jetzt das Ziel für diesen Farming Simulator. Aber die Umsetzung von einer schönen Heutrocknungshalle, wie man es jetzt ja sieht, die auch im Spiel funktioniert und betreibbar ist, mit unterschiedlichen Komponenten und Optionen, das werden wir eben in diesem Farming Simulator nicht machen können. Aber eine Light-Version wäre durchaus denkbar. Eine Light-Version, das denke ich, das müssen wir irgendwie hinkriegen. Ja. Okay. Kann ich nochmal eine technische Frage fragen? Natürlich. Also am Realismus, an Florian, kann man pauschal sagen, wenn man Kubik-Hack Gras hat, wie viel Kilowatt Strom man verbraucht? Kann man sowas pauschal sagen? Geht es überhaupt? Nur wenn der feuchte Wert steht. Ja, genau. Also im Endeffekt steht und fällt es einfach mit der Restfeuchtigkeit vom Futter. Mhm. Wenn du heute davon ausgehst, dass du, oder wenn du heute weißt, dass du zwischen 45% Restfeuchte und 35% Restfeuchte beinahe die doppelte Wassermenge drinnen ist, dann wirst du halt auch den doppelten Strom verbrauchen, bis das getrocknet ist. Es gibt Messungen und Kalkulationen von offiziellen Stellen, die sprechen, ja, die geben Werte dann zwischen 0,5 Cent bis zu 2 Cent pro Kilogramm Trockenmasse. Es ist einfach extrem variabel, wenn man über Trocknungskosten spricht, und das muss man sich einfach wirklich detailliert anschauen und auch mit der Anlage, die man hat, dann auch kalkulieren. Ja, weil selbst unterschiedlich große Anlagen unterschiedliche Ergebnisse liefern von den tatsächlichen Trocknungskosten. Ja, und ich denke, es ist dann auch ein Pokerspiel, was man selbst dann führt, dass man vielleicht sagt, ich trockne vielleicht jetzt nicht so stark, die nächsten Tage werden trocken, da lasse ich es wieder so laufen. Das kommt dann sicher auch noch dazu, solche Entscheidungen, die dann von der Situation abhängen. Wie habe ich es eingefahren? Wie sieht's Wetter aus? Ja. Also die Leute sagen auch, oh, schade, dass es nicht zum Download kommt. Wie gesagt, man sitzt hier nicht zusammen, um etwas zu bauen, zu kreieren, was niemals das Licht der Welt erblickt. So ist es nicht. Genau, wir sind da. Ja, absolut. Also wir wollen, also ich muss da auch vielleicht kurz einhaken. Also unser Wunsch ist natürlich, dass man da diesen Mod diese Modelle da zum Download anbietet. Ich glaube, das eine oder andere müssen wir einfach für uns technisch noch lösen. Da sind wir dabei und ja, es soll halt einfach dann jeder seine Freude haben mit der Geschichte. Und sobald wir da eine Lösung haben, dann glaube ich, Felix, ist es eher eine Möglichkeit, dann vielleicht bei dir zu kommunizieren, und wir werden das natürlich auch kommunizieren. Also auf unserer Facebook-Seite kann man dann natürlich dann auch diese News bekommen. Aber da sind wir dabei, und das ist natürlich unser klarer Wunsch, und da sind wir dabei. Ich denke, das beantwortet das auf jeden Fall. Genau. Es wurde gerade schon geschrieben, bevor es untergeht, es sind doch relativ viele Zuschauer da, das ist natürlich sehr schön. Dass schon mal vielen lieben Dank auch an Lasko geht, für die schöne Vorstellung. Ich persönlich fände es auch mega
krass und gut, dass wir halt jemanden aus der Realität, einen Hersteller hier mit drin haben. Ich bin da sehr stolz drüber, dass man, sage ich mal, jetzt Tino als Modder oder eben auch schon mit als Praktiker, mich als Spieler, Florian als Hersteller, dass wir hier halt so drin sitzen und das ist schon schön. Ja, das finde ich absolut. Seid ihr alle miteinander sympathisch. Genau. Und das heißt ja hier auch LU Wohnzimmer, von daher. Genau. Ja. Sind wir hier im gemütlichen Teil. Definitiv. Sollten jetzt nicht nochmal irgendwelche spezifischen Fragen kommen. Ich weiß, es gibt viele Leute, die noch spezifische Fragen haben, auch noch zur Technik selber. Ihr werdet noch Möglichkeit bekommen, diese zu stellen. Auch noch in einem längeren Zeitraum. Heute ist der Zeitraum halt natürlich ein Stück weit begrenzt. Genau. Und da werden wir auf jeden Fall jetzt in der kommenden Woche wird es ja entsprechend weitere News geben, wie es weitergeht. Nicht nur was Lasco anbelangt. Genau. Und da ist einiges im Kommen und da wird auch dem Praktiker, der Infos sucht, bald geholfen werden. Definitiv. Also wir arbeiten hinter den Kulissen sehr stark und sehr viel zusammen. Wie es Tino schon gerade gesagt hat, es wird nicht nur alles für Spiele interessant sein, sondern auch für den Praktiker, der mit dem LS vielleicht gar nichts zu tun hat. Darüber informieren wir euch noch. So sehr zeitnah, sage ich mal. Genau. Weil ich wollte schon praktische Fragen fragen, aber die halte ich dann zurück. Also von der Realität her. Und was wir eben auch sagen können, nächste Woche machen wir auch wieder ein Special. Nächste Woche machen wir auch wieder ein Special, genau. Lohnt sich, die Zeit einzuplanen. Richtig, auch wieder gleicher Ort, gleiche Zeit. Wer dann dran ist, das erfahrt ihr dann sicher im Laufe der Woche. Genau. Florian, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gern. Also ich war wirklich sehr gern dabei. Tolle Erfahrung natürlich auch für mich. Respekt. Also Tino, nochmal danke. Tolle Arbeit. Billix, danke für die Moderation und dass du das da heute, dass du uns da heute so gut durchgeführt hast. Gerne. Ja, dann darf ich mich verabschieden. Darfst du, musst du nicht, darfst du. Ich wünsche euch alle noch einen schönen Abend und auf bald. Florian, dir auch, auf bald. Dir auch. Ciao, ciao. Oh, danke. Ciao. Tschüss.